Es war so anstrengend. Am Ende der letzte Kilometer, da hat mich das ausgenockt. Guten Morgen, wir gehen jetzt joggen. Nee, vor dir kann ich das nicht. Vor dir kann ich nicht aufnehmen. Freust du dich? Ja, auf jeden Fall. Du siehst auch richtig motiviert aus. Ich bin auch komplett im Arsch. Ja, dann komm. Ich muss noch meinen Kaffee austrinken. Ja. Was? Trousse? In der Waschmaschine. Sie sind neu. Ja, warum legst du die dann irgendwo hier hin? Da denke ich doch, die sind dreckig. Trousse hat den Dreck geworden. Waschmaschine! Ja, in der Waschmaschine, du. Muss auch oben gehen und die neue holen. Oh oh. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon Apfelessig getrunken mit 38 Grad heißem Wasser. Ich trinke morgens immer warmes Wasser, weil das ist gesund. Mein Magen knurrt schon, aber ich habe gar keinen Hunger. Ich habe gestern einfach eine ganze Tüte Chips gegessen. So viel zu meiner Disziplin. Wir haben einen Filmabend gemacht. Ja, auf jeden Fall trinke ich jetzt einen Kaffee und dann gehen wir joggen. Ich freue mich. Und hast du neue gefunden? Trousse. Nee, da ist am Boden was gefallen. Ich benutze immer nur diese Haargummis, das sind wirklich die besten. Und den für zu Hause. Was ist? Ja, es gibt Leute, die interessiert das. Glaube ich. As you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby, I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Das war so anstrengend. Am Ende der letzte Kilometer, da hat mich das ausgenockt. Aber bei 8 Kilometern war ich noch voll fit. Ja. Ich brauche auf jeden Fall neue Schuhe. Die sind schon komplett kaputt gelaufen. Ah. Guck mal. Mach Papa mal rein. Aber jetzt weißt du auch, woher die Löcher kommen. Ja, siehst du, weil du wieder. Ja, natürlich. Und hier auch. Ja, dann brauchst du einfach keine neue Schuhe, sondern Steelkit. Ich habe doch diese Gel. Tu die da rein, fertig. Die Schuhe sind da halbe. Ich dachte, ich krieg neue Schuhe. Nee, also wenn du da reinmachst, dann joggst du auch tausendmal besser. Diese Gel, ne? Die musst du da rein. Bei uns gibt es natürlich wieder Eier mit Mozzarella und Tomate. So, ich habe jetzt eben die Kamera aufgeladen. Ich brauche unbedingt einen zweiten Akku, habe ich schon gesagt. Ich werde mich jetzt wieder schminken und dann gehen wir raus auf den Spielplatz. Freundinnen von meiner Tochter sind bei uns. Okay, es gibt Streit oben. Ich muss nach oben. Wir sind wieder zu Hause. Es war kein langer Spielplatzaufenthalt. Die Kinder haben sich gestritten und wir sind direkt wieder nach Hause gegangen. Jetzt essen die Kinder erstmal. Ich esse gerade einfach nur Bockwurst mit Ketchup. Ich habe einfach richtig Lust drauf. Nee, eigentlich hatten wir das einfach im Kühlschrank. Das war das Einzige. Ah, das Wasser kocht über. Das Einzige, was man so schnell essen konnte.
Auf jeden Fall habe ich gerade meinen Laptop rausgeholt, habe angefangen, den Vlog zu schneiden und ja, dann sind wir nach Hause. Oh mein Gott, endlich ein bisschen Ruhe. Ich habe mich hier in mein Büro, Abstellzimmer, Fotozimmer. Warte, ich zeige euch mal das Zimmer. Es ist hier alles vollgestellt. Da stehen Fotoboxen, hier stehen meine ganzen Bücher. Ja, da ein Fotomaterial. Oh mein Gott, ich muss hier auf jeden Fall aufräumen. Dahinter steht der PC und der Schreibtisch. Naja, auf jeden Fall habe ich mich kurz in dieses Zimmer verkrochen, weil ich einfach mal Ruhe brauche. Einfach mal Ruhe ohne Kinder. Und diese 2 Minuten Ruhe, die ich jetzt habe, genieße ich total. Hi. Ja? Blanca will noch mehr essen. In Kühlschrank steht Reis, musst du warm machen. Also okay. Tür zu. Mein Gott, warum ist das so? So, auf jeden Fall, was ich vorhin sagen wollte, ist, ich habe drüber nachgedacht, warum ich eigentlich nicht mit YouTube schon vor 11 Jahren gestartet habe. Und der Grund war einfach, dass ich Angst hatte, ausgelacht zu werden. Das war wirklich der einzige Grund, warum ich nicht gestartet habe. Danke. Machst du bitte die Tür zu? Tschüss. Danke. Es wird immer Leute geben, die dich auslachen werden. Egal, ob du was Peinliches machst, nichts Peinliches machst, es perfekt machst, es nicht perfekt machst. Es wird immer Leute geben, die lachen werden. Es wird wie viele Neider geben, die einen schlecht machen werden, die einen auslachen werden, die einem alles ausreden wollen, die lästern werden. Aber Leute, diese Neider sollten euch eher motivieren. Wisst ihr, was ich meine? Diese Menschen sind neidisch auf euch, weil ihr irgendwie was habt, was sie nicht haben. Und dadurch wollen sie euch schlecht machen, damit die sich besser fühlen. Und der andere Punkt ist, wenn man irgendwas erreichen will, dann muss man halt über seine Komfortzone gehen. Wenn man immer in der Komfortzone bleibt, dann wird man nie groß. Dann wird man nie was erreichen. Weil das alles Große, dieses Ganze, was viele Menschen nicht erreichen, das ist über der Komfortzone. Und ich weiß nicht, kennt ihr Julian und Bibi? Ich glaube, die meisten kennen sie. Alle Kinder waren damals irgendwo im Freibad oder da und da. Und die haben einfach Pfandflaschen gesammelt für ihren Traum. Alle haben die ausgelacht. Bibis Videos waren am Anfang auch nicht gut. Sie wurde komplett ausgelacht dafür, wie sie da geredet hat. Ich weiß nicht, kennt ihr diese Videos? Und schaut euch mal an, wo sie heute stehen. Das ist der Wahnsinn, wo die gelandet sind. Einfach, weil die sich nie unterkriegen lassen haben. Weil denen das scheißegal war, ob jemand die ausgelacht hat. Weil sie genau wussten, wo sie später sein werden. Und die Leute, die euch auslachen werden, das werden die Ersten sein, die sich wieder bei euch melden und sich bei euch einschleimen. Ich sag's euch. Also wir fahren jetzt nach Rossmann. Ich muss mir einen Gua Sha Stein kaufen. Ich bin so traurig. Ich habe mir den bei Amazon bestellt. Ich zeige euch mal, was ich meine. Und der ist mir gerade einfach auf den Boden gefallen und der ist kaputt gebrochen. Ich bin wirklich richtig traurig. So, was ist das? Ich werde den mir jetzt wieder bestellen. Man schleift. Man nimmt den hier so, man tut den hier so drauf und dann werden diese Linien hier, ich bin super im Erklären, oh mein Gott. Naja, auf jeden Fall seht ihr das, hier hängt was und davon soll das weggehen und meine Nichte, nee, für meinen Mann, die Nichte, die hat das ausprobiert und die hatte schon nach 2 Wochen richtig coole Ergebnisse. Deswegen musste ich mir den auch direkt bestellen und ich werde euch dabei mitnehmen. Ich habe auch schön fleißig Bilder gemacht, werde ich euch den Unterschied zeigen. Wir sind jetzt doch wieder auf den Spielplatz gegangen, weil die Kleine ist richtig müde. Wären wir jetzt mit dem Fahrrad zum Laden gefahren, dann wäre sie eingeschlafen und das wäre nicht so gut. Wir haben es nämlich 20 vor 6. Deswegen spiele ich jetzt ein bisschen mit den Kindern auf dem Spielplatz. Mein Mann, der ist jetzt einkaufen gefahren, der holt alles. Und morgen fahren wir ins Schwimmbad, nee, ins Freibad. Morgen wird es wieder richtig heiß. Und in der Zeit, wo die Kinder jetzt spielen, werde ich ein Bild bearbeiten und hochladen. Ich bin gerade dabei, den Vlog zu schneiden und habe gemerkt, ich habe schon wieder kein Ende aufgenommen. Warum, erzähle ich euch dann im nächsten Vlog. Vergesst nicht, das Video zu liken, zu kommentieren und vielleicht zu abonnieren. Ich würde mich darüber sehr, sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Vlog.